Wissen Sie, ich wollte einmal in der Küche hier für Ordnung sorgen. Und da brauche ich ja Verstärkung. An meiner Seite heute der Mann, der weiß, wie man Ordnung oder für Ordnung sorgt. Hier ist Harry. Hallo. Lieber Harry, gab es schon mal einen Fall, wo sich zwei Menschen in der Küche gestritten haben, wo ihr kommen musstet? Nee, wegen Kochen noch nicht. Nein, das sowas. Das wird möglicherweise heute der Fall sein, ja. Was kochst du? Ja, ich mache heute Quittenmus-Törtchen mit Macadamia-Hippen. Wobei ich sehr gespannt bin, was Hippen sind. Also. Sehr lecker, kann ich dir nur sagen, ja? Und die Zuschauer. Für so einen kernigen Mann bei der Polizei gibt es was ganz Kerniges auf meiner Seite heute, und zwar Ochsenbacke geschmort. Und dazu gibt es Pastinaken und Kartoffeln. Mmh. Lecker, oder? Gut. Und ich bin sehr gespannt, wie die Ordnung heute bei meinem Kollegen auf der anderen Seite aussieht. Tja, meine Damen und Herren, auch von unserer Seite natürlich ein herzliches Willkommen zu Laferlichter Lecker. Und was wäre ein Harry ohne seinen Toto? Was wäre ein Johann ohne seinen Hotte? Und hier ist er, Toto! Toto und Harry, so heißt es ja eigentlich richtig rum. Man kennt euch zwei aus einer sehr berühmten Sendung, die wirklich Reality-TV ist. Das heißt, ihr zwei werdet ständig mit der Kamera verfolgt auf eurem Einsatz. Wir auch. Allerdings habe ich schon mehr Verbrechen begangen als Johann. Welches Verbrechen begehst du denn heute in der Küche hier? Erklär mal. Ich kriege auch so einen Zungenbrecher geliefert hier. Ja. Ich mache heute gefüllte Blätterteig-Pastetchen. Da kann man aber nichts gegen sagen. Das wird hervorragend. Du bist auch Fleisch bei. Es wird hervorragend. Weil ich bin mir ganz sicher, Toto muss sowieso immer kochen. Ja, bei mir gibt es natürlich auch noch was Leckeres, ne? Gebackenes Seelachsfilet schon auf Gemüsebett. Und ich sag euch weiter nichts, das wird ein Träumchen. Aber jetzt mal ganz ohne Quatsch. Was wäre ein Polizist ohne sein Auto? Was wäre Toto ohne Harry? Was wäre ich ohne meinen Johann? Johann, bist du da? Ja, hallo, Hans. Hallo, mein Johann. Richtig. Guck mal, ja. Also, ich muss sagen, wir beide sehen doch gut aus, oder? Ich wollte gerade was anderes sagen. Du ja, aber ich sehe scheiße aus. Irgendwie passt mir auch die Mütze nicht wirklich. Ja? Also, ist schon, zu groß, schon, oder was? Ja, aber da ist zu groß. Kann auch sein, dass mein Kopf kleiner ist. Du kannst ja auch andersrum aufsetzen. So ist besser. Das ist eher Marine, ne? Oder? Ist klar. So. So, jetzt pass auf, jetzt fängst du mal vorsichtig an. Übrigens müssen wir uns natürlich schon mal direkt für eins entschuldigen. Wir werden heute keine eigenen Pastetchen backen. Es wäre ja möglich, ist auch gar nicht so schwierig. Du nimmst schön Blätterteig, schneidest den, stichst den entsprechend aus, in der Mitte auch, backst ihn auf, aber die sind hervorragend. Und was wollen wir beide zugucken, wenn wir im Backofen die Dinger wachsen sehen? Ich finde doch auch schön, wenn die schon fertig sind. Habe ich mir gedacht. Kann ich die besser füllen. Hab ich mir gedacht. Toto, jetzt machst du erstmal diese wunderbare Füllung dafür. Mhm. Zwiebelchen. Lauch, schön andünsten, Champignons, andünsten, mit Weißwein, Gemüsefond anfüllen, einreduzieren lassen, Putenbrust, feine Würfelchen schneiden. Da kommt das Fleisch jetzt, ja genau. Genau, Fleisch auch schön schneiden. Ne? Mhm. So, jetzt wiederhol mal bitte. Also die sind wir schon vorbereitet und jetzt fange ich an mit andünsten. Zwiebelchen und Lauch. Vorher ein bisschen Butter rein. Das habe ich gar nicht gesagt. Fang einfach mal an. Der weiß schon mehr als ich, du. Ich würde aber ganz gern hier den Leuten zeigen, was... Oh, guck mal, Johann will schon keine Fingerabdrücke hinterlassen. Nein, pass auf. Du fängst ja schon mal richtig an, Johann. Die Handschuhe sind übrigens zu klein, du. Das sind hier Ochsenbacken, guck mal. Kennt die jeder? Ja, sicher hat doch jeder zu Hause, oder? So eine Ochsenbacke, sicher. Ja, das sind richtige Backen vom Ochsen vorne, vom Kinder. Vom hier, ne? Ja, ganz lecker. Siehst du? Und die schmoren wir jetzt, die sind super lecker. Super, weißt du, was ich toll finde, Johann? Das ist super gutes Essen. Ja, das ist ein Traumessen. Also geschmorte Bäckchen in 40 Minuten, meine Damen und Herren. Sie können gespannt sein, wie das funktioniert. Weißt du, mir geht alles. So, und wer jetzt einschaltet, der glaubt auch wirklich, wenn er das sieht, der wäre bei CSI Laferlichter Lecker hier landet. Ne? Ganz schönes Gemetzel. Was sehen wir denn hier? Das
Das ganze Ding ist eine Backe, oder was? Das ganze Ding ist vom Ochsen eine Backe auf der einen Seite. Das war die rechte. Johann, weißt du, was mich jetzt echt interessiert? Ja. Warum du den Handschuh an der Hand anhast, wo er... Das ist so eine linke Ratte, das gibt's gar nicht. Ich habe ihn ja nur gesehen, ich wollte ja nur mal fragen. So. Haben wir denn die richtige Temperatur? Ob wir die richtige Temperatur haben? Guck mal, hier stehen Zahlen. So ein Drecksack. Kommt doch ohne Finger, ne? Aber jetzt seid mal, zankt ihr zwei euch auch mal? Ja, muss ja so sein, ne? Obwohl, wir zanken uns ja nicht. Nee. Das ist eher wie in so einer Ehe, weißt du? Das Vertragen macht so einen unglaublichen Spaß. Genau, da muss ich auch mal so ein bisschen zoffen und dann beim Essen wieder vertragen. Das ist nee, nicht beim Essen, das machen wir dann später. Beim Essen haben wir ja noch Krach, weil das macht Johann ja. Ne? Im Hotelzimmer, ne Johann, da vertragen wir uns immer. Da kannst du dir aus dem Katalog aussuchen, was ich anziehe und dann geht los. Geht da bei euch auch so? Aber wir ziehen immer das Gleiche an. Muss ich wieder ein bisschen tiefer machen hier, ne? Ihr zieht immer das Gleiche an? Ja, immer Uniform, ne? Ach, ihr macht die Uniformnummer. Ja, das ist total schwierig. Jeden Tag stehst du vor dem Spind und überlegst, was ziehst du an. Und im Endeffekt hast du doch wieder das Gleiche an. Aber wir werden jetzt blau, ne? Bitte? Wir werden jetzt demnächst blau. Ja, genau. Also jetzt nicht so von der... Finde ich aber gut. Ja, das ist... In blau sieht eine Uniform wesentlich schicker aus. Aber jetzt eine Frage, die hat Johann mir schon gestellt. Das ist der Münchner Kollege da, ne? Der Münchner? Nee, Österreich. Ja, ja, Kollege. Er sieht aus wie so ein Münchner Schupo. Johann, guck mich mal an. Hallo bitte, ich wäre doch der Traumpolizist, verstehst du? Guck mal hier, hallo. Ja, 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 ja. Was? Also ich finde, Uniform macht sexy. Ne? Ich würde eher sagen, Johann ist der Bulle von Graz. Oder, so, Johann? Du jetzt gerade das gleich hier melieren. Ja, dann musst du nur hier drauf drücken, dann wird die Nummer kleiner und dann ist auch Temperatur weniger. Das bremst mir an, das ist ja nicht so schön. So ist schön, ne? Komm mal hier mal. Der nächste Schritt, kannst du mir noch mal helfen? Ja, mach ich. Ich habe nur noch eine Frage, die hat mich keiner beantwortet. Macht Uniform jetzt sexy oder nicht? Bei Frauen? Doch, da gibt es viele, die stehen auf Uniformen. Das ist schon... Also jetzt ganz ohne Blödsinn, ja, ja, ne? Man kriegt ja schon Fanpost, die sagen dann, also so ein schmucker Schutzmann und so weiter. Jetzt verstehe ich auch, warum ich immer abends diese Uniform anziehen muss, Johann. Jetzt wird mir vieles klar. Er hat auch den passenden Schnäuzer dazu. Ja. Dann habt ihr zwei denn auch ein gemeinsames Zimmer, wenn ihr unterwegs seid? Ja, mit vier Rädern. Ihr schlaft im Auto? Ach so, du meinst jetzt, heute? Nee, nee, das sparen wir uns. Der ist immer sehr laut nachts. Schnarchst du? Er raucht immer. Du rauchst im Schlaf, Harry? Nein, er schnarcht. Definitiv. Er raucht. Das kannst du nicht aushalten, wirklich, ne? Gut. Guck mal, ich rauche und schnarche. Ne? Beides parallel. Ja, wir sehen uns ja den ganzen Tag, da wird ja abends mal eine Minute Ruhe haben. Ne? Hast du aber da recht. So, jetzt pass schön drauf auf, du kannst auch das Fleisch schon mal aus dem Kühlschrank holen. Das Fleisch ist richtig, ja. Fleisch schnibbeln, Temperatur machen. Johann, erklär mir mal ganz kurz, was du alles reintust, wenn du die Kalbsbäckchen schmorst. Ja. Weil da muss ja Schmorgemüse mit rein. Ja, ne? Ich habe also jetzt hier Karotten, dann habe ich da Sellerie. Und zwar Stangen, oder in dem speziellen Fall Knollensellerie. Stangensellerie kann man auch nehmen. Also klassisches Röstgemüse. Genau, ne? Da habe ich hier Zwiebel, Knoblauch, Thymian, also Lorbeerblatt, Tomatenmark, Rotwein, alles kommt da rein. Siehst du, ich habe das jetzt schön angebraten hier alles. Also die sehen lecker aus. Ja. Aber Johann, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das ja genial, dass du sowas mal zeigst, wie es geht. Aber eigentlich in 40 Minuten kann man die nicht wirklich gar kriegen. Jetzt mal ernst gemeint. Also was? Ja. So ganz ehrlich jetzt. Es ist keine Verarsche. Man kann die nicht in 40 Minuten normalerweise schmoren. Du zeigst jetzt nur, wie es geht. Und wie lange müssen die schmoren? 2-3 Stunden? Guck mal, es gibt im Leben manchmal Backöfen. Hui! Die gibt's. Hui! Da.
Cool. Ja. 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 Und es gibt einfach manchmal, der liebe Gott hat uns irgendwelche Dinge vorgegeben, die sind ganz sonderbar. Hoi. Es gibt Backöfen, da steht manchmal was drin, obwohl man gar nicht reingestellt hat. Mann! Nee, aber jetzt ganz ehrlich. Ja. Ah. Guck mal da. Ja. Ja. Irgendwie ganz komisch, da ist was drin. Ja. Von der Reine reingekommen. Unfassbar. Nee, aber jetzt ganz ehrlich, das ist eine ernste Frage. Wie lange dauert das? Das dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden, bis sie weich sind. 2 bis 3 Stunden ja. Muss man also normalerweise schmoren bei niedriger Temperatur. Genau, ne? So ist das. Und jetzt da, aber ich möchte trotzdem mal auch den Zuschauern solche Gerichte zeigen, weil die sind sehr lecker. Ja. Und die dauern einfach ein bisschen länger. Ja? Und deswegen mache ich sowas mal. Nee, das ist ja so, weißt du, es gibt ja Leute, die gucken zu und denken dann, jo, jetzt mache ich das genau so. Nein. Und wundern sich nachher, warum man das Ding da nur mit der Kettensäge klein kriegt. So, hier, pass auf. Ja? Können wir noch mal Zutaten dazu geben? Ja. Der ist ja einleuchtend, oder? Ja. Muss man doch wissen. Ja, wir können hier noch ein paar Zutaten dazu geben. Ja, ich finde das wichtig, jetzt zu wissen. Das ist so, guck mal, ihr schließt ja auch nicht so einen Fall in wie lange dauert eure Sendung? 30 Minuten? Ja, schaffst du ja nicht. Also, kommt da auf die Fälle an. Also, da musst du schon mal also 30 Minuten habt ihr noch keinen Fall gelöst? Im Leben nicht. Ich muss ja auch schreiben alles. Also betrügt ihr? Nicht ganz. Im Fernsehen? Wir raffen. Ihr rafft. Man muss das zusammen machen. Sind das echte Fälle oder sind ja. das gefakte Fälle? Nein, haben wir nicht. Haben wir kein Geld für. Also wirklich echte Fälle? Ja. Wir haben gesagt, wir stellen nichts, das ist das Leben, ich schreibe die schönsten Geschichten und dann ja. haben wir einfach nur... Erzähl mal den lustigsten Fall, den du hattest, oder ihr vielmehr. Wir waren mal in einer Kochsendung. Die Frage war, soll ich ja noch was zumachen? Ihr habt doch so viel Zutaten. Ja. Wäre schön, wenn ich jetzt was daran. Guck mal hier, ein Schlückchen Weißwein. Kann man den auch trinken? Oder? Bitte schön. Ist der, ja, hier, hau weg. Ich trinke nicht so gerne aus der Karaffe. Darf ich den jetzt mal ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten, weil nämlich... Du bist doch nicht dran, Johann. Ich war noch hier mit Weißwein beschäftigt. So, jetzt ganz ohne Quatsch. 80% der Fälle, die ihr habt, sind noch mit Alkohol zusammen, oder? Nö. Okay, wir sind meistens nüchtern. Und die anderen auch. Die Einzige. Wir haben da auch schon welche, ja, aber das ist ja jetzt auch so ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Ne? Trinken ja nicht alle. Das kannst du so nicht prozentual nicht sagen. Nee. Gut. Heutzutage Johann, ist es schlimm, dass die Leute sich... Ich kriege nichts raus aus dem Kerl. Fang du mal an bei deinem. Also, mach mal ein achtes Verhör mit dem. Frag mal, was er gemacht hat. Also Harry hat den Fall alleine gelöst. Bitte das Lösungsergebnis für deine Creme. Harry, hol schon mal einen Wagen. Erzähl mal, was du gemacht hast. Ja gut, ich habe jetzt die Quitten, die wurden also gekocht, ja, mit Zimt und was haben wir da noch alles reingepackt? Vanilleschote und Zucker. Genau. Und Weißwein. Ganz genau, Weißwein. Oh ja, Weißwein, ne? Schön. Genau. Aber wusstest du vorher, was Quitten sind? Nee. Wie? Das sind Quitten. Schon schön, so weit mal kennenzulernen. Ich habe gehört, dass es das gibt. Aber so noch, probiert habe ich es noch nicht. Nee, nee. Nee, noch nie das gegessen. Ist ein sehr, sehr gesundes, mit sehr hohem Anteil an Vitamin C Gemüse. Oder ein Obst vielmehr. Und wir haben das bei uns früher, wie ich als Kind, in den Kleiderschrank gelegt im Herbst. Weißt du warum? Im Kleiderschrank? Ja, kein Witz. Da kommen keine Motten. Die gehen alle an die Quitten, oder was? Nein. Wo wachsen die denn? Nein, an Bäumen? Die, ganz normal, Quittenbaum, wie ein Apfel. Es gibt einen gut leckeren Quittenbaum. In Bayern, oder wo gibt's die? Johann, hast du die Quitte reingelegt oder hat man mit der Quitte im Schrank gesessen? Wenn man mit der Quitte. So, also auf jeden Fall, die wachsen auch sicherlich in Norddeutschland. Schmeckt auch sehr und gut. Schmeckt sehr lecker, ja. Die haben wir gekocht. Jetzt kam dazu zu dem Mousse, was gemixt ist, etwas Gelatine. Und jetzt ja. kommt rein, bitte noch Schlagsahne. Ja. Und dann stellst du diese Creme in den Kühlschrank. Das schaffe ich. Und dann machen wir diese Schokoladenhippen mit Macadamienüsse. Da bin ich gespannt. Wohl, Johann, ich hätte da eine Idee. Wenn man Quitten direkt im Kleiderschrank züchten würde. Wenn die da direkt drin wachsen würden, stell dir mal vor, du machst einfach in so einem Kleiderschrank unten ordentlich Torf rein, da hast du nie Motten. Siehst du mal, das fand jetzt keiner witzig. Das war auch eine ernst gemeinte Frage. Ne? Muss ich den ganzen Alkohol hier reinkippen? Was willst du reinkippen? Den ganzen Wein. Wo ist mein Löffel? Hast du meinen Löffel getan? Nein, den Wein wolltest du doch trinken. Wo hast du den meinen Löffel hingetan? Hast du den entwendet?
Wofür brauchst du denn jetzt einen Löffel? Ja, ich rühre damit rum. Hier drinnen. Wo ist es denn? Wir brauchen noch keinen Löffel, wenn die Polizei da ist. So, so einfach mal so, aber das muss jetzt kochen. Wofür ist das noch denn? Ist doch kaputt. Habt ihr denn keine Kelle dabei? Ja, aber da kannst du nicht mit rumrühren. Die haben auch eine Kelle, ja. So. Fleisch brätst du nachher hier oben an, ja? Du sagst mir, wann das losgeht. Ich bin jetzt fast fertig mit dem Schneiden hier. Ja, ich mach dir schon mal die Pfanne ein bisschen heiß. Ich habe hier schon mal ein bisschen Gemüse angebraten. Guck mal hier, Zucchinis, schöne Cherrytomaten, Zwiebelchen, Knoblauch haben wir drin. Dann haben wir hier die... Fleisch, du. Ich bin so ein Fleischfresser. Ja. Wie viele Punkte gibt es, wenn ich heute telefoniere mit dem Handy? Für dich 4. Nee, normal. So. Normal. Normal. Ein Pünktchen und 75 Euro Geldbuße. 75 Euro? Ja, ist die Verwaltungsgebühr dabei. Ich weiß jetzt nicht. Ja, Verwaltungsgebühr. Und was ist, wenn ich heute während dem Fahren esse? Ja, kommt auch an, wenn du jetzt sofort Gesicht machst, dass du nichts mehr sehen kannst, muss man noch einen 30er abnehmen. Aber da kriegst du keinen Punkt, ne? Aber ich durfte mir zum Beispiel während der Fahrt den Schnäuzer machen. Mit Haarlack, Föhn. Du weißt ja, wenn was passiert, so eine Fahrlässigkeit, das wird auch bestraft, wenn du die Füße lackierst und so weiter. Das, wenn das gut geht, ist ja alles schön, ne? Kannst ja auch mit Badelatschen Auto fahren. Ja. Und wenn was passiert, dann wird das teuer. Ist die Versicherung hier, guck mal hier, ne? Grobe Fahrlässigkeit hier und los. Los geht's, ne? Und da sollte man aufpassen. Ja. Also, Johann, du darfst aber ja nicht mehr schön, werden. Aber ich dass ihr noch überhaupt einen Führerschein habt. Ist ja auch schön, ne? Hm? Wer, wir? Dass ihr noch einen Führerschein habt. Ja, ich gehe doch ganz schwer davon aus, dass ihr den nicht vergammelt habt, ne? Darf ich dir mal was sagen? Johann? Wie viele Punkte hast du hast? Gar keine. Gar keine? Gar keine. Sitzt hinten rechts. Ich fahre momentan seit 1¾ Jahr Bahn. Ohne Punkte. Mit dem dritten Führerschein? Nein, hervorragend, mit dem zweiten Führerschein, weil ich musste ja mal drunter leiden. Aha, ich habe ja mal getestet, wie das so geht. Ich habe damit die Punkte sammeln falsch verstanden. Mal. Ja. Das war sehr schmerzhaft, Johann. Jetzt ganz ohne Quatsch. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ja, also für mich war es sehr schmerzhaft, weil ich so Automotorrad verrückt bin. Und, was musstest du machen? Ja, aber sag mal ehrlich, Geschwindigkeit ist ja was Schönes, aber Hauptunfallursache ist eben Geschwindigkeit und eben auch Alkohol. Und da muss man eben sagen, wenn man was fahren will und Motorrad fahren, dann kann man dann auch vernünftig. Harry ist zum Beispiel Motorradfahrer. Ich auch. Ja. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Aber dann langsam ist auch, manchmal ist weniger mehr. Das ist aber die haben mich ja nur geknipst. Nachts. Ja, weil so gut dreispurigen Autobahnen. Links. Leer. Ja, ganz links, aber ist doof, ne? Ja, aber das ist ganz links, in der Mitte, damit ich mehr Platz hatte zum Ausweichen. Ja. Meine Schwiegermutter haben sie erwischt in der Baustelle mit 60, 120, ja? Da haben sie sie angehalten. Wer ist deine Schwiegermutter? 60? Nein, also, es war 60. Jedenfalls, es war 60 beschränkt und die ist mit 120 gefahren. Also 120 schon abzogen, 10%, also 60 zu viel. Und dann sagt der Polizist, ja, wissen Sie eigentlich, dass Sie 120 gefahren sind? Sagt sie, ja, was wollen Sie? Links steht 60, rechts 60, mal 2 gibt 120. Ja. Du darfst ihm keine Schwiegermutter, ja. Nee, also eins habe ich wirklich ernsthaft da gelernt. Man muss sich einfach an diese Regeln halten. Es hat keinen Sinn. Es hat wirklich keinen Sinn, weil ihr habt da tatsächlich etwas mehr Macht als unser einer. Stimmt? Man muss jetzt auch, ja, was heißt... Ich meine gut, also... Ich habe ein Beispiel. Wir gehen jetzt schön alle mal essen, nehmen uns ein paar Pilzchen oder trinken Sekt oder ein Weinchen. So, dann kann ich auch ein Taxi für 20, 30 Euro nehmen, das ist billiger. Wenn ich mich jetzt ins Auto... besoffen. Ja, ist egal. Wenn ich mich jetzt ins Auto setze zum Beispiel und fahre jetzt hier los, habe Alkohol getrunken und fahre einen an, der ist dann verletzt. Ja. Das kann ich ja vermeiden. Das wäre dann billiger gewesen, wenn ich 20 oder 30 mit dem Taxi gefahren wäre, als wenn ich jetzt hier einmal angetrunken Auto gefahren bin. Das ist, muss man so sehen. Da hast du recht. Ja. 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 Soll ich das gleich schon mal jetzt machen? Ja. Und da hast du also immer Geld übrig. Dann kannst du dich zigmal. Ja, das stimmt ja. Aber ich war ja nie besoffen. Ich trinke ja nichts. Horst. Ja, Johann. Ich habe ihn gefragt, hast du hier nur das Eiweiß reingetan? Und sagte zu mir, ich habe versucht, aber es ist mir nicht gelungen. Der Johann war recht, dann hat er recht. Ne? Die Frage wird nur, was das für Hippenmasse wird. Das werden wir jetzt mal anschauen. Nein, das wird schon. Ja, wird das was? Glaubst du? Ja, klar. Guck doch mal, sieht doch gut aus. Ja, aber die Frage ist auch, das müssen ja Hippen werden, kein Teig. Ich weiß ja nicht, was Hippen sind. Wisst ihr, Johann, das hättest du ihm auch vorher sagen sollen, verdammt nochmal. Ja, ich werde dir das gleich erklären. Der Harry kann nur zicken. Guck mal, da bin ich hier mit Toto ganz anders dran. Toto, übrigens, wenn du da Öl reintust, kannst du es heißer machen beim Fleischbraten.
Weil Butter verbrennt. Jetzt tu mal ein bisschen Öl dazu, dann kannst du die Siedetemperatur der Butter höher setzen. Schön, alles glatt drin. Ja. Und ich mache jetzt dazu schöne Pastinaken mit Kartoffeln. Das ganze Fleisch anbauen? Ganze Fleisch, aber schön nacheinander an. Nicht alles auf einmal rein tun. Ja? Also so. Hippenmasse ist flüssige Butter, normalerweise Eiweiß, Mehl, Kakaopulver. Was war noch drin? Ei. Guck mal, wenn du das schon nicht weißt, woher soll der arme Harry das wissen? Mehl und Butterzucker, ja? Genau. Mehl und Butterzucker. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt habe ich eine Aufgabe. Das sieht aber gut aus. Machen wir noch ein kleines bisschen. Das kennt jeder, gell? Das ist so eine. Habt ihr das sowas auch? So eine ganz normale Heftmappe, ja? Kenne ich. Und das ist ein ganz tolles Material. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schneiden jetzt daraus eine Schablone. Übrigens, jetzt mal ganz ohne Blödsinn. Ich wollte als junger Mann auch mal Polizist werden. Ach du meine Güte. Du wolltest zur Kratzstaffel. Ja, jetzt ganz ohne Qual. Ich habe mich mal so, wie alt war ich? Ich war so um den 20. In welchem Bundesland denn? Was NRW. Also bei uns. Ja, da wollte ich Polizist werden. Aber die wollten mich nicht. Wieso das denn nicht? Also ich habe denen direkt gezeigt, wie ich so eine Verfolgungsjagd mache. Nein, ich hatte den Rücken kaputt, deswegen durfte ich leider nicht. Ich war ja 5 Jahre in Köln, habe da in der Domstadt gearbeitet, hatten viele Kollegen so einen Schnäuzer wie du. Ja, ja, deswegen, die habe ich ja gesagt, mach den an, dann läuft das. Ja, dann kommst du gut durch dann normal, ne? Aber schade. Ja. Wir wären bestimmt noch lustigen Kollegen geworden. Du. Können Sie mal ruhig klatschen hier, ne? Ja. Ja. Obwohl, Johann, jetzt ganz ohne Quatsch, wenn er so viele gesehen hat in Köln mit meinem Schnäuzer, das kann aber auch sein, dass das war bestimmt diese Party da, Christopher Street Day, da haben die alle Uniformen an. Deswegen waren die auch nackt. Genau! Ja, das stimmt. Also, wir machen jetzt eine Schablone, um nachher so schöne Hippenblätter zu machen. Das heißt, wir zeichnen jetzt irgendein schönes Ornament. Kannst du machen, mal, was du willst? Jetzt schon auf die schön irgendwas, so eine Blüte zeichnen. Die schneiden wir dann aus und dann streichen wir nachher die Hippenmasse da in die Schablone rein, backen diese und können sie nachher schön aufbiegen und füllen damit das Mousse ein. Okay. Aber du musst eine schöne Schablone, nicht so ungefähr so in der Größe. Lass dir was einfallen, kannst du einen Kopf malen oder... Harry, mal doch einfach mal den Toto jetzt. Irgendwas Schönes, ja, Schablone bitte. Ja, mach ich das. Ganz einfach. Das kann nur in der Hose gehen. Dann. Zwei große Ohren. Nee. Soll ich mal probieren? Nee, mach lieber was Schönes, komm. Okay, mach lieber was Schönes. Ich nehm dir soll lieber was Schönes machen? Kann ich gut malen. Ich nehm dir das auch gar nicht übel, was du malst. Das finde ich jetzt nicht nett von ihm, ne? Ach, der Harry, der ist schon in Ordnung. Das stimmt, Johann ist auch eigentlich in Ordnung. Eigentlich. Oh. Muss man manchmal beide Augen zudrücken, aber ne? Sind ja ganz lieb. Ne? Ja. So, gut, ist ja schön. Ja, okay. Das ist eine Wolke, ich würde vom Abstürz. Guck mal, das geht doch so. Das ist so eine Schere. Das sind aber Blumenkohlohren, was du da gemalt hast, du. Ja, und jetzt nimmst du ein Messer und schneidest es aus, ja? Genau nach der Linie schneiden zu. Was hast du denn für ein Messer hier? Johann, du hast keinen Handschuh an und Messer in der Hand. Komm, lass mal, ich krieg auch hin. Mach mal weiter mit deinem Ochsen. So einfach rausschneiden, ja? Dass man, okay, okay. Ja. Ja. Spur. Ihr seid beide in der Küche pingelig? Ja. So, jetzt kriegst du auch so unter der Mütze wie ich. Ich habe keine an, Johann. Ich auch nicht. Wir ziehen die auch beim Arbeiten an schon aus, ne, die Mütze. Ja? Ja? Ja, die haben die nur an, wenn die aussteigen. Und wenn wir Autos anhalten. Sag mal, ihr wisst doch auch, dass es Scheren gibt, ne? Als Köche, ihr wisst auch, dass es Scheren gibt, ne? Scheren ist das ist ja unglaublich mit dem Ding. Das wäre uns aber zu einfach. Ja, ja, eben. Merke ich schon. Nimm ein kleines Messer. Das ist lieb, danke. So, dann lassen wir schön einkochen, das ist richtig so. Die zwei Sachen brauchen wir nicht mehr. Ich muss nicht hinstellen, ich bin Linksfote. Ach so, pass auf, was du aber tun solltest, was ganz wichtig ist. Nee. Wenn du anbrätst, nicht rühren. Stehen lassen. Damit die Temperatur die Chance hat, das Fleisch zu erwischen. Wenn du ständig rührst... Dann ist, wenn ich Hunger habe, weißt du, wenn ich ungeduldig. Ja. Nee, wenn du ständig rührst, dann machst du das kalt. Wenn du kalt machst, hast du diesen Saft drin. Mhm. Wenn du es jetzt sehr lange brätst, wird das Fleisch trocken und zäh. Das mache ich nicht. Richtig, ganz heiß rein liegen lassen. Wenn am Rand schön braun wird, dann drehen. So wie hier. Vorher nicht, ja, genau. Jetzt lässt du einfach mal einen Moment stehen, guckst gar nicht hin.
Ja, gar nicht hingucken. Tu einfach so, lass mal. Oh. Kann ich schon eins probieren? Ja, nimm dir eins. Lass mal hier riechen. Ist ja schade um den Wein auch, ne? Der verkocht ja alles. Ja, obwohl hier ist noch ein Schlückchen. Ja, ich hab gar kein Glas. Ne? Sag mal, wie macht ihr das während dem Dienst eigentlich, wenn ihr Hunger habt? Dürft ihr dann irgendwo anhalten, Pommesbude oder sonst irgendwas? Die Polizisten sind die besten Kunden der Imbissbuden. Wollte ich gerade sagen, wir sind nebenbei ein Imbiss-Tester. Also, wir haben aber nachts auch schon mal eine Dönerbude, jeden Imbiss in Bochum, also absolut. Also wenn einer wissen will, wo es gut zu essen gibt, der kommt ja meistens zu uns und fragt, hast du einen Geheimtipp? Wir kennen ja jede Bude. Dann können wir schon mal sagen, ja, da ist gut, das Gyros ist da gut und so weiter und so fort. Aber wir haben auch schon mal nachts gekocht. Das ist schon mal manchmal so, dass ein, zwei sagen, komm, wir machen irgendwie eine Käsesuppe und so weiter. Im Bulli? Nein, auf der Wache. Wir haben eine Küche auf der Wache. Ja. Und dann wird ein, zwei abgestellt, da wird eine leckere Käsesuppe gemacht, Baguette geholt. Die anderen fahren dann eben die Einsätze und dann machen wir das schon mal, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Weil Polizei ist Teamarbeit, ist genau wie in der Küche. Ja. Das ist ganz wichtig. Sonntags morgens frühstücken wir alles schön zusammen. Ja, Harry macht immer schön Spiegelei und Ei. Und macht ihr auch häufiger so Schnitzarbeiten wie Harry macht? Ich meine, das stärkt ja auch so ein bisschen das Biergefühl. So, das muss ich noch üben hier. Das ist nicht mein Ding hier. Ich finde, das ist ein bisschen demütigend für dich, oder? Ach, Quatsch. Was? Ach, Quatsch. Das ist wahrscheinlich die Strafe, weil ich die Eier nicht, weil ich den nicht getrennt habe, weißt du? Ja, ja, vor allen Dingen, wenn er dir gleich sagt, dass er das gar nicht braucht. Ja, eben. Guck mal her. Warte. Das brauche ich ja nicht. Ach so. Ich brauche das hier. Aha. Ja, natürlich. Guck mal, so. Jetzt machst du Folgendes. Jetzt streichst du deine Masse hier. Da drauf. So, guck mal. Festhalten die Schablone. Schwer. Prinzip verstanden jetzt. Das habe ich verstanden. Boah, Johann hat das Kind gemacht. Genau. Das dauert noch einen Moment. Okay. So, jetzt hochheben, schön, jetzt hochheben. Jetzt hast du hier eine Wolke. Boah, super. Ja? So. Und jetzt machst du noch eine zweite. Ja. Gut, das, was wir daraus da machen, schauen wir uns dann später an. Ja, gleich. Und hier habe ich jetzt die Ochsenbacken. Die sind schön geschmort. Guck mal. Haben eine wunderschöne Soße dabei. Die tue ich jetzt passieren. Der Toto fragt gerade, wer von uns beiden spült, Johann. Ja, also das losen wir immer aus, wer bei uns spült. Du kannst ja nicht alles in der Spülmaschine machen. Du musst ja schon ein paar Sachen mit der Hand haben. Wir ziehen immer Zahnstocher. Und wer den längeren hat, der hat gewonnen. Zahnstocher. Und du löst das immer aus wahrscheinlich, ne? Ich halte die Stange und er muss als Erster und dann sage ich immer, du hast den Kopf verloren. Zu. Ja, verloren. Dann machen wir das auch immer mit dem Spiel. Ja, ja. So, pass auf, jetzt zeigst du ein bisschen Petersilie. Du machst erstmal hier so die Blätter ab, ja? Machst die auf den Haufen. Und dann hacke ich die klein. Und danach hackst du die richtig schön fein klein, ja? Ja. Das wäre ganz lieb von dir, Toto. Ohne Finger. Ja, so. Kann ich mal eins in die Ohr machen, wunderschön, ja. Ne, einfach so hier die Blätter abmachen. Hallo, sie liebt mich, sie liebt mich. Ja, genau. Sie liebt mich. Wo soll ich die hin tun? Haben wir so ein Schälchen? 40 Euro Strafe und 30 Euro Verwaltungskosten für dieses Zeug. Ja. Es ist dir zu dick. Du sollst keinen Kuchen backen, du sollst eine Hippenmasse machen. Komm her, Chef. Johann, sei mal nicht so laut, ich rufe den Rudolf an. Warte mal, ganz kurz. So, runter damit, neu machen. Ja, neu machen. Warte, ich mach's neu. Bumm am Apparat. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Horst Lichter von Laferlichter Lecker. Herr Bumm, hier ist der Horst. Ach, der Horst. Grüß dich. Hier ist Bumm, so Rudi aus Kölle. Ja, ich grüß dich. Rudi. Rudi, wie Löwe. Am lebsten Jod. Am lebsten Jod? Jo. Ich hab gefragt, der Bumm, so Rudi ist am Telefon. Ne? Leck mich schon sagt. Rudi, was kann ich für die Stunden? Kennst du dich mit Fisch aus? Mit Fisch? Jo. Ja, sicher, deine Rollmops ist lecker. Nee, ich meine richtig. Richtig. Ja, wir müssen jetzt auch wieder normal sprechen, sonst müssen wir Untertitel in ZDF einlaufen lassen. Ich bemühe mich, ich bemühe mich. Also hier ist der Rudolf Bumm am Telefon, denn er fragt, ob ich mich mit Fisch auskennen würde. Also ich habe da schon mal welchen gegessen, ich habe den einen oder anderen gesehen. Was für eine Frage hast du denn spezifisch Fisch? Ja, ich esse ja sehr gern Fisch und bereite ihn auch gern zu. Ja. Welcher Fisch hat denn die wenigsten Gräten? Das ist das Seeteufelchen. Der Seeteufel hat keine Gräten, das ist nämlich ein Knochenfisch. Ist ein ganz edles Tier, sehr lecker weißes Fischfleisch und der schmeckt sehr gut. Solltest du anderen Fisch nehmen, Richtung Schwanz wird es immer weniger mit Gräten. Oder? Oh, jetzt wird es auch schmutzig.
Nee, das war nicht böse gemeint. Warte, ich geb dir mal den Larver, der kennt sich noch besser aus. Johann. Nee, keine Haken. Also generell muss man ja sagen, Plattfische wie Steinbutt, wie Scholle, die haben ja, wenn die filiert sind, alle keine Gräten, weil die Gräte in der Mitte ist. Nur bei den Rundfischen wie Lachs oder Forelle oder Zander, da sind die Gräten meist noch vorne ein Stück im Filet drinnen. Deswegen würde ich sagen, immer wenn man den Fisch kauft, sollte man den Fischhändler fragen, ob er auch die Gräten rausnehmen kann. Ansonsten, wie gesagt, gibt es ja auch noch so Stäbchen, da sind auf jeden Fall keine Gräten drin. Aha. Und ich habe noch eine Frage, Herr Lapper, wo ich Sie gerade am Apparat habe. Ich habe auch noch eine Frage, wo ich Sie gerade am Apparat habe. Wie kann ich denn vermeiden, dass der Fisch beim Braten in der Pfanne immer auseinanderfällt? Das passiert mir leider sehr oft. Ja, kurz bevor er Geist rausholen, ne? Oder, Johann? Also, auf keinen Fall, wie der Horst schon sagt, den Fisch zu lange braten und eher weniger Hitze. Am Anfang ziemlich heiß, möglicherweise anbraten, die Hitze zurücknehmen und damit viel Butter immer übergießen und langsam gar ziehen lassen. Schwierig wird es bei Kabeljau und, glaube ich, bei Barsch wird es schwierig. Weil Barsch ist ganz schlimm. Der zerfällt leicht, aber ansonsten die anderen Fische sind eigentlich gut zu braten. Alles okay? Sind Sie noch da? Ich bin noch da. Ich bewundere Ihre Mütze. Bitte? Ich bewundere Ihre Mütze. Ja, ich bin jetzt, ich habe meinen Job gewechselt. Ich werde demnächst Polizist. Ich übe heute. Ah, ich verstehe. Ja, alles klar? Das war von meiner Seite aus. Noch kleiner? Bitte? Noch kleiner, ja. Das war von meiner Seite aus. Ach, das war's von Ihrer Seite aus. Ja, von unserer aus. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss, tschüss. Hallo. So, jetzt hier rein. Und das tut das gut, wenn man so heimische Stimmlagen hört. Ja. So, jetzt kannst du als nächstes bitte Petersilie frittieren. Kannst du das? Feiner hacken. Was kann ich machen? Petersilie ausbacken. Das heißt, hier halt. Hol raus das Blech nochmal. Ja. Wir haben was vergessen. Wir müssen die Macadamia-Nüsse draufstreuen. Schön fein hacken. Ist das ein Test? Da kommen wir gar nicht an, ne? Nein, du musst so feiner hacken noch. Die sind noch viel zu grob. Guck mal, wir müssen da oben draufstreuen, so ein paar Macadamia-Nüsse. Probier nochmal hier. Damit die schön festkleben. Für die Hippen. Dann schmeckt es nachher noch lecker. Also ich bin ich froh, dass ich ein Messer für Linkshänder genommen habe. Ne? Geht doch mit rechts. Kannst du beidhändig? Jetzt rein damit, ja? Okay. Schneiden oder schreiben? Ja, schneiden. Also links fühle ich mich doch wohler. Aber so ein Butterbrot kriege ich auch mit rechts geschmiert. Aber schneiden ist eigentlich hier. Ja? Soll ich dir mal einen Tipp zeigen? Komm her. Das sieht ja gut aus, was du da machst. Macht doch ordentlich Krach. Ja, das ist ja. Du musst richtig raffeln in der Küche. Ja. Wenn du das aber feiner nimmst und du wippst mit dem Messer. Das muss gar nicht hoch. Dann kriegst du es feiner geschnitten. Und du hast die Fingernägel dann direkt ab, ne? Nein. Die, guck mal hier, die sind ja. Nein, du musst das ja so. Ja. Ja. So, siehst du, da kannst du schön da durchwippen. Ja. Mach richtig schön fein, ja? So. Ach, ist das herrlich. Guck dir das mal an, Johann. So. Jetzt wollen wir gerne mal gucken, was unsere beiden Schokoladendinger da machen, Hippen machen. Ich bin gerade dabei, hier die Soße von dem Bäckchen einzukochen. Sie sind super lecker. Also sehr lecker. Ja, lass mich mal probieren, Johann. Die Soße wird gut, ganz toll. Das sind Kartoffeln, die braten. Da kommen jetzt gleich dann noch die Pastinaken dazu. Mal hier. Oh, die wird gut, die Soße, Johann. Die wird sehr gut, oder? Oh, die wird mehr als gut, Johann. Ja. Die Soße würde, ich würde sogar sagen, die Soße wird sehr gut. Ja. Du kannst es auch anders sagen, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Nein, Johann, weißt du, das ist so eine Soße, wo ich einfach sage, leck mich schön, so Quatsch, schmeckt die gut. Harry, ich gehe die neue Wipptechnik. Hm? So. Ich hatte aus bei dir. Ja, wird immer weniger irgendwie immer. Ey, der nascht hier doch. Wir müssen hier nochmal nachgucken. Was habt ihr jetzt vor? Scheiße, die passen dem nicht. Aua, pass auf! So, und jetzt? Ja.
Was ist jetzt? Horst, komm, geh mal kochen. Komm, geh mit. So. Die Zwillinge. Ja. Die Mutti kann sie auseinanderhalten. So. Was sollen wir denn? Also, wir haben eine Idee jetzt. Wir haben doch so eine Schürze da, wissen die? Ja. Da müsstest du mitkommen, Johann. Wo ist die? Wir hatten hier irgendwo so eine Schürze liegen. Dann können die zwei mal versuchen. Da ist er. Ach, guck mal da. Dankeschön. Pass auf, zieh mal die Schürze an. So. Oh, super. Ich möchte die blaue Seite. Ja. Blaue Seite, komm. So. Du musst dahinter gehen, hinter die Schürze gehen. So. Nee, hier ist hinten. Da hinten. So. Wo hinten ist bestimmt immer noch ich. Ich bin aber Linkshänder. Und hier jetzt macht ihr bitte eine Frikadellenmasse. Wir auch, rein. Johann. Was, wir auch? Machst du das Ei? Mach du das Ei bitte. Ja. So. Ich bin nur mal Linkshänder. Also Frikadellenmasse schön machen. Warte, wir machen auch mit. Wir machen auch, Johann. Pass auf, muss ich jetzt hier was trennen oder was? Eigelb vom links? Ohne Schale bitte. Warte mal, Johann, ich muss da der Gehackte holen. Warte mal, das so. Kommt mir schon da rein. So, zack. So. Okay. So, Johann, vertraust du mir, aber wir müssen noch Zwiebeln rein. Du schneidest Zwiebeln, ich knete. Reicht. So. So. Wer zuerst fertig ist, Kinder, ne? Denk dran. So, komm. Geh raus, du scheiß Ding da. So. Pass auf. Schreiner tun nicht so an, Johann. Du weißt doch, wenn man mit der Mutter schon schlecht spricht. Knete, du ordentlich, Johann. Kneten. Was ist das denn hier? Nee, das war jetzt aus Versehen. So. So, jetzt kommt immer. Ja, hier, die Zwiebeln müssen noch da rein, Johann. Ja, nein. Ja, komm, warte mal, ich halte die Schüssel, du schüttest rein. So, komm. Guck mal, die haben auch drei Hände. Nee, das ist eine Sauerei. Drei. So. Ich knete. Ja. Oh. So, Johann, jetzt machen wir zwei schöne Frikadellen. Vorne Pfanne zum Braten. Ja. Wir haben ja auch gar keinen Platz hier. Wir machen jetzt das Publikum Frikadellen. Guck mal hier, aber Würze muss auch noch. Salz, Pfeffer, komm. Ach, Salz, Pfeffer. Da fehlt doch irgendwas. Aufmachen. Ja, pass auf, wir nehmen das hier, Johann. Hast du noch nicht drin rumgematscht. Du drehst unten, ich halt oben fest. Wo ist denn unser Pott? Habt ihr gar keinen Pott hier? Da kommt nichts drauf. Warte, da ist ja so hinterhältig, oder? Jetzt kommt es. Dreh du. Ja. Also, nimm Pfeffer. Ich glaub, so, komm, geht. Dann Pfeffer auch genug. Ja, Pfeffer haben wir hier, Johann. Hier, Pfeffer. Halt, ich dreh. Komm, dreh. Mehr. Ist das eigentlich die erste seriöse Sendung, in der ihr auftretet? Ja. So, schön formen, nee, Horst. Ja, schön formen. Komm, Sand. So, guck mal hier, das ist doch Wahnsinn. Guck mal hierher. Das wären die besten Frikadellen. Guck mal, links. So. Vier Stück. Johann, kannst du mal einen Moment alleine weitermachen? So. Lecker. Hack mal da Petersilie abzupfen, dann müssen wir die frittieren jetzt. Abzupfen? Klein zupfen oder was meinst du, ja? Ich kümmere mich gerade um dein. So, komm, komm. Dein Gedöns hier. Petersilie hast du noch hast du sehr gut gemacht, Otto. Ja. Ich bin stolz auf dich. Bei Fleisch bin ich nicht besonders müde. Nee, da muss man wirklich sagen. Das gefällt mir. Das Besondere an dieser Sendung ist, dass mir diese Ernsthaftigkeit heute sehr gut gefallen hat. Mh, das ist aber lecker. Das Schlimme ist, das war Weißwein. Aber Weißwein gibt keine Rotweinflecken.
Also jetzt mal ganz ohne Quatsch, Toto. Ich mach das auch gleich sauber, ja. Das nee, ja, du putzt sowieso gleich, das ist klar. Das ist normal. Weil das habe ich vorher mit Johann schon ausgemacht, dass mein Polizist heute sauber macht. So, probier mal. Sei ehrlich, da kommt keine Pommesbude mit, oder? Wunderbar. Ist lecker? Wunderbar. Kann ich nur empfehlen. So, Toto, jetzt stellen wir das hier ganz klein. Und dann gehen wir beide an den Tisch mit einem Fläschchen Rotwein. Das kann ich. Und wir sind fertig, weißt du? Toto, weißt du, was schön ist, wenn man als Erster am Einsatzort ist? Darüber kommt jetzt. Dann muss man rausleihen. Ja, ne? Ja. Ja, bis Johann kommt, ist der Bankräuber weg. Ne? Ja, der findet den Weg wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber weißt du, fährt Harry den Wagen? Harry fährt? Harry fährt. Wir haben dann auch mal so abgesprochen, weil Harry ist ja ein ruhiger Fahrer. Dann haben wir ja so Leute, die wir transportieren müssen. Und da ich der kräftig Gebautere bin, ist es schon mal besser, wenn ich dann schon mal hinten sitze. Weil wir hatten schon mal einen Fall, haben wir ihn festgenommen, schön gefesselt, haben den über die Rückbank gelegt. Damit er sich nicht verletzt. Ihr habt ihn gefesselt? Der war renitent und hatte da Frauen belästigt, haben wir den gefesselt. Vernünftig. Ja, jetzt hing der über die Rückbank und ich bin gefahren. Da gucke ich so in den Rückspiegel und sehe, wie der Harry unter der Decke hängt. Ja, da sage ich, was macht ihr denn da hinten, ihr beiden? Da habe ich mich rumgedreht. Da hatte er sich aufgerichtet und Harry saß oben drauf, weil er so leicht ist. Ja. Wir müssen einfach mal die Rollen tauschen, dann ist das besser, dann passiert das nicht mehr. Da können wir auch in Ruhe dann zum Gewahrsam fahren. Hing der unter der Decke da, der Spargel. Johann, dann musst du demnächst auch hinten sitzen. Ja? So, meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Es war ein wunderschöner Samstag. Und das Gericht vom Herrn Lafer werden wir dann nächste Woche Samstag präsentieren. So. Ich bin ja schuld. Ja? Bin ja schuld. Lecker, das Zeug, ne? So, also. Das sind die wunderbaren Rinderbacken und das Dessert ist unter Polizeischutz. So. Nimm mal ruhig hoch, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Was? Sieht gut aus. Also, Also, meine Damen und Herren, ich muss sagen, Johann, auf heute, dass wir beide noch viele Einsätze fahren dürfen. Also heute muss ich sagen, heute kriege ich Schmerzensgeld für den Einsatz. Tschüss, Elis. Also wirklich ganz toll. Dankeschön. Also. Auf nächste Woche Samstag. Auf Ihre Punkte in Flensburg. Tschüss.